Hallo, liebe Mitglieder vom Fitnesspark Filderstadt. Ich habe heute die Ehre, mit euch den letzten Live-Kurs zu bestreiten. Wir machen heute einen Bodystyling-Kurs, wie immer ohne Zusatzgewichte. Das heißt, wir werden natürlich hier auch viel mit Arme im Arbeiten hier und natürlich dem ganzen Körper. Mach einfach mit. Lass dich leiten von meinen Anweisungen und auch von meinen Alternativen bei bestimmten Übungen, und wie immer beginnen wir mit einem kleinen Warm-up, so damit wir gut vorbereitet sind für die nächsten 40 Minuten. So, stell dich einfach richtig schön fast schulterbreit am Boden auf, Brustbein aufgerichtet, lass deine Schultern richtig schön tief hängen, wenn du nicht genau weißt, ob sie tief sind, zieh sie einfach mal richtig schön kraftvoll nach oben hoch, lass die Schultern Richtung Boden tief sinken und wir warten, bis die Musik einsetzt. Wir beginnen einfach richtig schön mit Schulterkreisen. Richtig schön, lass deine Schultern richtig schön von den Ohren und tief sinken. Atme richtig schön gleichmäßig tief ein und wieder aus dabei. Je größer die Kreise, desto schöner wird deine Schultern mobilisiert. Atmen ein, atmen aus dabei, viermal mehr. Noch drei, noch zwei und eins. Einmal ein kleines bisschen schneller. Lass die Arme richtig schön locker gestreckt dabei. Noch vier, noch drei, noch zwei. Wir nehmen die Arme zur Seite, kreuzen die Hände in den Körper. Langsam wieder öffnen. Atmen aus, atmen ein. Noch vier. Und Länge. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Auch hier ein kleines bisschen schneller. Ganz lockere Bewegung. Ja, hier kommen die Hände vielleicht nicht mehr ganz so dicht zueinander. Vier. Noch drei. Noch zwei. Beide Hände kommen in die Oberschenkel. Mach dich rund. Drück gerade. Atmen aus, atmen ein. Viermal mehr. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Wir bleiben tief, gehen langsam mit Händen zu den Füßen tief. Halte dich hier fest. Komm langsam Po nach oben hoch. Nochmal. Tief. Schau nach vorn. Brustbein ist fast aufgerichtet. Zieh den Po lang nach oben hoch. Tief. Komm langsam nach oben zurück, klein bisschen schneller. 2-2. Atmen ein. Po nach oben hoch zurück. Atmen ein. Zwei mehr. Tief. Letztes Mal. Komm nach oben zurück. Deine Hände vor die Brust. Rotation. Lass die Füße fest am Boden. Lass das Becken fest. Einfach richtig schönes, lockeres Durchschwingen in der Wirbelsäule. Nimm die Ferse mit dazu. Hoch. Atmen aus, atmen ein. Noch vier. Noch drei. Zwei. Achtung, langsam. Dreh dich zur Seite. Lass den Ellbogen zur Ferse tief sinken. Schau hinterher. Komm nach oben, zur Mitte zurück. Rotation. Ellbogen seitlich tief. Komm nach oben zurück. Wir nehmen das linke Bein lang nach hinten zurück, zieh dich in die Länge, komm nach vorn. Atmen ein, atmen aus. Versuch mal das hintere Bein so gestreckt wie möglich zu lassen. Wir wechseln das Bein. Atmen ein, atmen aus. Zwei mehr. Letztes Mal. Jetzt Ausfallschritt, Rotation nach vorn zum Oberschenkel, komm nach oben zurück. Atmen ein, atmen aus und hoch, rück, Rotation. Wechsel die Seite, rück, zieh und hoch. Atmen ein, atmen aus,
zwei mehr. Letztes Mal. Kommt nach oben zurück, beide Beine ein kleines bisschen geöffnet, Brustbein aufgerichtet, verlagere das Gewicht ein kleines bisschen von einem Bein auf das andere. Wir nehmen die Arme nochmal richtig schön, wechseln nach oben hoch. Zieh. Noch vier, noch drei. Kleine Änderung, kreis die Arme vom Körper. Noch vier, noch drei, noch zwei und eins. Nimm die Ferse Richtung Po, Bein beugt. Die Arme aktiv, Bizeps Curl. Vier, drei, zwei, doppelt Bein beugt. Zweimal die Ferse zum Po und wechsel. Noch vier. Noch drei, noch zwei und eins. Look up the touch. So. Einfach locker marschieren. Beide Füße hüftbreit im Stand. Brustbein sind aufgerichtet. Wir beginnen mit unserem Aktivitätsteil. So als kleine zusätzliche Aktivierung. Lass deine Beine etwas mehr wie hüftbreit im Stand. Wir gehen auf 2-2. Den Po langsam zurück. Ziehen die Arme nach vorn. Komm langsam nach oben hoch. Nochmal. Atmen ein. Atmen aus. Lass den Oberkörper so lang wie möglich. Spüre, dass deine Fersen immer noch fest am Boden platziert sind. Atmen ein. Atmen aus. Nochmal. Tief. Viermal mehr. Noch vier. Komm nach oben zurück. Noch drei. Zweimal mehr. Tief. Letztes Mal. Gehen tief. Tief Mitte, tief hoch. Ab jetzt. Komm mal. Arme tief, Arme kurz. Komm nach oben zurück. Tief, kurz. Nochmal. Wenn du die Arme locker waagrecht nach vorn streckst, desto einfacher ist es für dich, den Po ganz weit nach hinten zu schieben. Zwei mehr. Letztes Mal. So, wir bleiben tief, kleine, kurze. Komm mal. Sieben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Zwei. Bleiben tief, Brustbein aufgerichtet. Und kleine, kurze Bewegung aus deinen Armen. Halte hier. Spüre, wie es hier langsam warm wird. Noch vier, noch drei, noch zwei und eins. Langsam lösen. Locker mal. So, wir nehmen ein Bein im Wechsel. Nach hinten erstmal ganz locker zurück. Ich drehe mich zur Seite. Lunge back. Good. Good. Atmen ein, atmen aus. Tief. 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 Diese Bewegung kannst du jederzeit machen. Wenn du sagst, das was kommt, ist dir zu viel Gespringe, kein Problem. Dann bleib hier. Vier mehr. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Wir lassen jetzt das Bein mal hinten. Ganz weit geöffnet. Ciao. Ciao. Wir nehmen immer den diagonalen Arm. Nach vorn. Tief. 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 Trau dich, richtig schön, vorderes Bein, beugen, tief, atmen ein, atmen aus, noch zwei und eins. Wenn du möchtest, werde mal etwas schneller, dynamischer, atmen ein, atmen aus,
Und tief, come on. Ab. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und 1. Beide Beine locker. Atme gleichmäßig. Tief ein und aus. Wir stellen uns auf das rechte Bein, den rechten Fuß. Linke Bein. Kreuz. Side. Beinkreuz. Du kannst jederzeit die Zehenspitze tap zum Boden. Und du siehst, ich beuge etwas mehr mein Standbein. Beug. Komm nach oben zurück. Atmen ein. Atmen aus. Beug. Wenn du möchtest, nimm das Bein seitlich hier in die Luft. Und hoch. Atmen ein. Atmen aus. Wenn du möchtest, versuch mal ohne die Zehenspitze, dass diese den Boden berührt. Tief und hoch. Viermal mehr. Noch vier. Zweimal mehr. So, wir bleiben tief. Lass das Bein in die Luft. Kleine kurze Bewegung. Push und up. Kraftvoll dein Standbein etwas strecken, etwas beugen. Atmen aus, atmen ein. Hoch. Komm mal, viermal noch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Komm nach oben zurück. Oh, die Beine locker. Wenn du ganz tief warst, spürst du das bis in den Po. Wir wechseln das Bein, nimm das linke Bein am Boden und beginn wieder ganz locker, tap zu Boden tief, komm nach oben zurück. Atmen ein, atmen aus. Tief. Spiele selbst mit deiner Intensität. Entscheide selbst, ob du zum Boden tief tippen möchtest oder nicht. Und hoch, come on. Aber komm mit mir etwas tiefer. Atmen ein. Atmen aus. Vier mehr. Wir gehen langsam her, lassen das Bein. Wenn wir zurückkommen in der Luft, spiele mit deinem Gleichgewicht. Komm nach oben zurück. Atmen ein. Atmen aus. Versuch das Bein die ganze Zeit jetzt in der Luft zu lassen. Noch acht. Und hoch. Noch sieben. Come on. Sechs. Fünf. Noch vier. Und hoch. Noch drei. Die letzten zwei. Achtung, wir bleiben tief. Lass das Bein Luft und strecke dein Bodenbein. Hoch und tief. Atmen ein, atmen aus. Komm mal, vier mehr. Drei. Zwei. Eins. Und die Beine locker. Wunderbar. Ich hoffe, du hast einen kleinen Schluck zum Trinken bereitgestellt. Da kannst du noch jederzeit mal dran nippen. Für die nächste Übung, komm mit mir. Einfach, wo du ein bisschen Platz hast am Boden. Vielleicht hast du auch eine Matte. Mit dem Ausatmen, komm mit deinen Händen zum Boden tief. Kopf ist locker. Roll dich langsam auf. Nochmal. Komm langsam tief. Lauf mit deinen Händen nach vorn. Bis die Hände und Schultern sind. Komm langsam zurück. Roll dich auf. Einmal mehr. Atmen aus. Gehen tief. Lauf nach vorn.
Halte hier. Komm langsam zurück. Roll dich auf. Wunderbar. Es geht mir hier vor allem um das Laufen der Hände hier nach vorne. Komm zurück. Wenn du es vorne gut halten kannst, im Open Stütz, komm mit mir, wechsle eine Hand nach der anderen, Tap zur Schulter, wechsel, komm zurück und hoch, nochmal, gehen tief, lauf nach vorn, Tap zur Schulter, Schulter, komm zurück, roll dich auf, nochmal, atmen aus, lauf nach vorn, Tap zur Schulter, Tap zur Schulter, einmal Liegestütz. Komm zurück. Roll dich auf. Nochmal. Atmen aus. Lauf nach vorn. Die Hände wechseln zur Schulter. Zur Schulter. Liegestütz. Lauf zurück. Come on, zweimal mehr. Atmen aus. Lauf nach vorn. Tap zur Schulter. Tap zur Schulter. Einmal Liegestütz. Lauf zurück. Komm mal, das letzte Mal. Atmen aus. Lauf nach vorn. Tap zur Schulter. Tap zur Schulter. Einmal Liegestütz. Komm zurück. Roll dich auf. Locker mal. Beine locker. Hände locker. So, komm mit mir nochmal in die obere Planke. Schau, dass deine Handgelenke richtig schön unter Schulter sind, ja? Schau, dass sie richtig schön unter dem Körper. Wir nehmen jetzt mal die Beine, wechseln, zieh das Knie nach vorne zwischen die Arme. Komm zurück. Spüre richtig schön die Rumpfmuskulatur, wenn du das Bein nach vorne ziehst. Vor. Nochmal. Atmen aus. So weit wie möglich. Knie nach vorn, zwischen die Arme. Vor. Nochmal langsam. Einmal noch. Lass das Knie nach vorn. Achtung. Dreimal. One, two, three. Stop. Eins, zwei, drei. Stop. Eins, zwei, drei. Und das Knie hält zwischen den Armen. Nochmal. Vor, vor, vor und stopp. Zwei mehr. Letzte Mal. Wunderbar. Wir kommen die Knie am Boden ab. Nimm einfach deine Handgelenke. Die Handgelenke locker mobilisieren. Wir bleiben hier in diesem Kniestand. Zehenspitzen lass kraftvoll am Boden. Wenn du sagst, du möchtest ein bisschen bequemer, weicher mit den Knien haben, kann man hier die Matte oder vielleicht eine Decke oder so unter den Knien platzieren. Wir nehmen die Hände einfach hier vorne zu den Oberschenkeln. Oberkörper ist aufgerichtet, Schulter tief. Wir beugen langsam Oberkörper tief, legen den ganzen Oberkörper, komm nach oben zurück. Lass die Arme, wenn es geht, seitlich neben dem Körper. Komm nach oben zurück. Versuch das Becken im Po fest angespannt. Schiebe das Becken nach vorn. Komm zurück. Nochmal. Atmen ein. Atmen aus. Atmen ein. Atmen aus. Nochmal. Zurück. Vor. Zweimal mehr. Gehen tief. Schieb das Becken nach vorn. Halte hier. Komm nach oben. Letzte Mal. Versuch die Spannung zu halten. Hoch und ab. Kleine kurze Bewegung. Zieh. Atmen aus, atmen ein. Noch vier. Drei. Zwei. Und lösen. Wir setzen uns einmal kurz seitlich ab.
Ich hoffe, ihr könnt mich am Boden auch noch sehen, hier in der Kamera. Beide Hände richtig schön ganz weit im Körper abgespreizt. Die Fingerspitzen fest am Boden. Und wir nehmen einfach mal dein linkes Bein vom Boden ist angehoben, kreis zur Mitte tief und hoch. Ja, mach dir schöne Kreise. Zwei mehr. Wechseln das Bein. Der Oberkörper ist fest. Bewegung aus der Hüfte. Wir beginnen unten. Kreisen auf die eine Seite, halten unten und wechseln. Zwei mehr. Beide Beine locker. So, und genau das machen wir jetzt mit beiden Beinen. Du kannst die Beine am Anfang etwas gebeugt lassen. Die Hände wieder fest am Boden. Wir gehen unten. Kreis. Komm zur Mitte zurück. Und kreis. Oberkörper fest. Und kreis. Komm zur Mitte. Atmen ein, atmen aus. Nochmal. Ja, sei mal mutig. Strecke die Beine. Etwas mehr. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Wunderbar. Komm mit mir auf den Vierfüßlerstand. Mach dich rund, Blick zum Bauchnabel. Atme tief ein, der Rücken ist lang. Nochmal, atme aus, mach dich rund. So, ich drehe mich zu dir nach vorn. Wir möchten machen einen ganz klassischen Bankstütz. Das hast du schon so oft gemacht. Und ich verspreche dir, das ist wahrscheinlich das letzte Mal dieses Jahr. Und habe mal den Mut, die Ellenbogen weiter nach außen zu öffnen. Sodass die Ellenbogen, die Handgelenke deutlich über Schulterbreit am Boden sind. Den Bauchnabel fest nach innen ziehen. Und einfach mal hier die Spannung halten. Atme tief durch die Nase ein. Mund wieder aus. So wie es für dich am angenehmsten ist. Come on, atme. Halte die Spannung in der Unterseite deines Körpers. Ellenbogen und Handgelenke sind breit. Come on, achtmal mehr. Noch acht. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Langsam die Knie ab. Komm mit mir in den Vierfüßlerstand. Komm mit mir auf deine Handgelenke. Obere Planke. Dreh dich zuerst zu mir nach oben, nach vorn. Zieh noch lang nach oben zum Himmel. Atme aus. Greif um den Körper durch. Atme tief ein. Hand kommt zum Boden tief. Wechsel die Seite. Atme auf. Greif um den Körper tief. Atme tief ein. Hand kommt zum Boden tief. Nochmal wechseln. Öffne dich. Greif um den Körper hoch. Atme tief ein. Und wechsel. Nochmal. Hier sind ganz viele wichtige Muskeln rund um deine Wirbelsäule in Aktion. Die Knie kommt zum Boden ab. Entscheide selbst, ob du Liegestützen auf den Knien oder mit gestreckten Beinen. Ich zeig's einmal auf den Knien. Komm hoch, Körper tief, hoch und öffnen. In tief, hoch und öffnen. Stop. Wer möchte, macht das natürlich mit gestreckten Beinen. Come on. Oberkörper tief, hoch
und öffnet. Atmen ein, atmen aus. Andere Seite. Tief, hoch und öffnet. Es gibt ganz, ganz wenig Muskeln, die jetzt in deinem Körper nicht arbeiten. Öffnen. Come on, eine Runde noch. Wunderbar. Und öffnen. Wir kommen mit Knie und Boden zurück. Wenn für dich angenehm, hier einfach die Handgelenke nochmal richtig schön mobilisiert. So, wir legen uns auf den Bauch am Boden ab. Wir nehmen die Arme mal richtig schön ganz lang gestreckt nach vorn. Wir heben die Beine ein kleines bisschen vom Boden ab. Wir wechseln die Beine im Wechsel fast gestreckt nach oben hoch. Atmen ein, atmen aus. Wie so eine kleine schwimmende Bewegung. Zieh. Noch vier. Noch drei. Zwei. Wir legen die Beine im Boden ab. Heben die Beine etwas an, die Arme etwas an. Arme. Hoch. Auch hier die Arme im Wechsel. Hoch und tief. Vier. Drei. Zwei. Eins. Komm, die Hände kurz in die Schultern. Mach dich rund. Kurze Entspannung für die Wirbelsäule. Atme gleichmäßig tief ein und aus. Komm zurück. Wir nehmen die Arme nochmal richtig schön in die Ausgangsposition. Wir nehmen jetzt diagonal einen Arm zum Bein. Das heißt, rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. So weit. Hoch. Hoch. Zieh. Atmen ein, atmen aus. Etwas schneller. Hoch. Hoch. Werde immer schneller. Arme und Beine. Come on. Noch acht. Noch sieben. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Mach dich rund. Entspanne deine Wirbelsäule. Atme gleichmäßig tief an und aus. Leg dich mit mir auf die Körperseite. Deine Ellenbogen 90 Grad gebeugt. Ellenbogen ist richtig schön unter deiner Schulter platziert. Wir nehmen das untere Bein gebeugt am Boden. Das obere Bein ist wunderbar lang gestreckt. Wir nehmen das Becken Richtung Boden tief. Komm das Becken nach oben hoch. Atme ein. Atmen aus. Becken tief. Und hoch. Atme gleichmäßig tief ein und aus. Mach die Geschwindigkeit. Pass die Geschwindigkeit ruhig so an, wie du ein gutes Gefühl hast, dass du ganz viel Zeit hast, das Becken so weit wie möglich nach unten zu bewegen. Aber das Becken auch wieder nach oben zu schieben. Tief. Becken hoch. Wir halten oben das Becken. Nimm so die gestreckte Beine nach oben hoch. Und up. Zieh. Und tief. Hoch. Come on, viermal mehr. Noch vier. Noch drei. Noch zwei.
1, komm mal, die Kombination Big and Tief. Hoch, Big and Tief. Zieh. Atmen aus, atmen ein. Letzte viermal mehr auf diese Seite. Und tief. 3, 2, halte oben die Spannung, halte. Noch 4, noch 3, noch 2 und 1 und löse. Wir wechseln die Körperseite, nehmen die Beine auf die andere Seite. Auch hier der Ellenbogen wieder deutlich unter deiner Schulter. Dein Oberschenkel, Oberkörper sind eine Linie, oberes Bein ist lang gestreckt. Komm, Becken langsam tief. Becken nach oben hoch. Atmen ein. Atmen aus. Tief. Und hoch. Noch 4. Schieb das Becken hoch, so weit wie möglich. Letzte Mal. Halten oben. Stop. Komm an. Zieh das obere Bein. Langsam wieder tief. Viermal mehr. Noch 4. Noch 3. Noch 2. 1. Come on, Kombination. Becken hoch, Beine nach oben hoch. Und tief. Zieh. Viermal noch. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Halte das Bein oben. Stop. Komm on. 8. 7. 6. Becken hoch, Becken hoch, Becken hoch. Komm on. 4. Noch 3. Noch 2. Und löse. Leg dich entspannt am Boden ab. Ruhig die Ferse mal ein kleines bisschen dichter zum Po. Fliegen die Arme seitlich neben dem Körper. Handflächen zeigen nach oben. Daumen zeigen nach außen. Lass deinen Blick immer zum Bauchnabel gerichtet. Zieh die Hände zu den Fersen. Langsam wieder ab. Atmen aus. Atmen ein. Hoch. Wenn du das Gefühl hast, dass du den Oberkörper zu weit anheben kannst, dann komm einfach mit den Fersen etwas dichter zum Po. Atmen aus. Atmen ein. Hoch. Kleine Änderung. Komm nach oben. Dreh dich seitlich. Komm zur Mitte und ab. Gehen hoch. Wechsel. Und ab. Zur Mitte hoch. Dreh dich zu einer Ferse. Wechsle die Seite. Nochmal. Atmen aus. Atmen ein. Atmen aus. Hoch. Side. Hoch. Hoch. Die letzte 4. Noch 3. Side. 2. Bleiben zur Mitte, bleib in der Luft, komm mal. Komm. Kleine kurze Bewegung. Zieh dich nochmal maximal nach oben. Lass es brennen in deiner Bauchmuskulatur. 4. 3. 2. 1. Wunderbar. Leg Kopf und Schulter am Boden ab. Wir nehmen die Beine, erstmal am Ballboden ganz lang gestreckt,
Da kommen ungefähr so 20 cm. Kleines bisschen zurück und stell dir vor, du ziehst die Fersen dicht zum Po, dass du die Spannung Rückseite deiner Oberschenkel spürst. Behalte diese Spannung und zieh das Becken nach oben hoch und langsam etwas lösen. Hoch. Versuche kraftvoll die Fersen Richtung Po zu ziehen. Hoch. Come on, push. Immer mehr. Noch vier. Und ein kleines bisschen lösen. Noch drei. Noch zwei. Halte die Spannung oben. Fersen mal aktiviert zum Po. Come on, das Becken. Push. Und up. Hoch. Immer noch. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Und langsam lösen. Beide Beine nach vorne schütteln. Nehmen ein Bein gebeugt. Setzen uns auf. Nehmen die Beine einfach nochmal ganz auf 90 Grad gebeugt. Vor dir am Boden. Nehmen die Hände ruhig gefaltet. Ellenbogen zeigen nach außen. Side. Und bitte. Side. Spüre, was passiert, wenn du die Wirbelsäule drehst, wie die Rumpfmuskulatur dagegen zieht. Jetzt halt das Tempo. Versuchen wir das Ganze etwas dynamischer. Atmen aus, atmen ein. Und wenn du möchtest, hebe die Beine vom Boden hoch. Come on, das ist unsere letzte Übung. Atmen aus, atmen ein. Rotierende Wirbelsäule. Rotiere auch mit einem Blick. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Beide Beine locker. Dreh dich einfach nochmal kurz mit mir auf den Untergrund. Wir nehmen das Bein, was weiter von mir wegliegt, am Boden lang ausgestreckt. Nimm das andere Bein mal richtig schön locker nach oben in die Luft. Zehenspitze, lass Richtung Boden tief sinken. Einfach so ein kleines bisschen in die Länge bewegen. Letzte Mal. Beuge das Bein, diagonale Hand zum Knie. Rotiere mit dem Knie über dem gestreckten Bein im Boden. Blicke zu deiner Hand seitlich am Boden. Komm langsam zur Mitte zurück. Wechsel das Bein. Auch hier ganz viel Länge in das Bein. Einmal noch. Beugen das Bein. Komm über das gestreckte Bein im Boden, Blick zur hinteren Hand. Langsam wieder lösen. Setzen uns auf. Einfach locker hier am Boden. So, meine Lieben, das war Body Styling für heute. Das für diese Woche, für dieses Jahr. Vielen Dank für eure rege Teilnahme hier in unseren Online-Kursen, wie auch natürlich in Live-Kursen. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Wir werden uns da bald wiedersehen. Bleibt gesund und zwischendurch mal selber auch ein bisschen machen. Ist auch nicht verboten. Ihr habt ganz viele Live-Kurse. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleibt gesund. Euer Heiko.